Guten Morgen. Guten Morgen. Heute starten wir eine mehrtägige Tour. Jetzt geht es erstmal rüber nach Straßburg, dann fahren wir den Rhein-Rhone-Kanal Richtung Basel und von dort aus fahren wir an den Rhein entlang zum Bodensee. Da fahren wir mal auf der deutschen, mal auf der Schweizer Seite. Ja, jetzt gucken wir, wie weit wir heute kommen. Und wir haben jetzt insgesamt 7 Tage Zeit und werden dann die gleiche Strecke zurückfahren. Okay, dann bis später. Bis später. Wir sind jetzt ein paar Kilometer hinter Straßburg, kommen gut voran, sind jetzt hier am Rhein-Rhone-Kanal, den wir Richtung Süden fahren. Also exakt die gleiche Strecke wie vor 6 Wochen, deshalb werden wir heute auch weniger filmen und schauen, dass wir ein bisschen vorankommen. Wetter ist schön, angenehm temperiert, soweit alles prima. Wir haben jetzt den Rhein-Rhone-Kanal verlassen, haben gerade besprochen, dass wir versuchen bis Uning zu kommen, also französische Seite von Basel. Das sind noch etwas über 70 Kilometer, zeitlich sind wir relativ gut, das ist in Ordnung und ja, schauen wir mal, wie das dann läuft. So, wir sind jetzt bei Neupreisach, machen eine Vesperpause mit Paprika, Rausgeher Energy Cakes, Brötchen, Landjäger, Tofu. Was ist das? Vegetarische Frikadellen. Okay, eine vegetarische Frikadelle ist doch da. Nee, Frikadellen sind da. Achso. Also, vegetarische Frikadellen und ein kümmerlicher Restgetränk. So, okay. Ja, hier unterwegs sind immer solche militanten Teile. Das heißt, es ist eine Art Spießrutenlauf, wenn man nicht nass werden will. Ja, und die drehen sich ja nicht stupide im Kreis rum, sondern wenn man meint, der Strahl ist gerade durchgewandert, auf einmal dreht er wieder um. Susanne hat zwar einmal voll erwischt, die ist da komplett durchgefahren. Ich konnte gerade noch Rückwärtsgang einlegen und vor diesem Wasserstrahl dann zurück. Aber gut, bei dem Wetter ist es kein Problem. Das ist Trinkwasser. Da haben wir jetzt gerade unsere leeren Behältnisse aufgefüllt. Wir waren ein bisschen abgebrannt, was Wasser betrifft. Das ist hier wirklich toll. Den Wasserturm hatten wir schon auf unserem Video vor 6 Wochen.
Da gibt es dann solche Wasserspender oder Brunnen, wo man kostenlos dann auch seine Wasservorräte auffüllen kann. Das ist eine feine Sache. Selbst die Landwirte mit ihren großen Traktoren fahren komplett vom Weg runter, wenn man kommt, der Saatfahrer. Wie der, vielleicht sieht man ihn noch im Hintergrund. Also, ja, nette Leute hier. Aber gerade so. Ja, ich schätze, dass wir 10 bis 15 Mal durch die Fontänen durchgefahren sind. Entsprechend gut geduscht sind. Guten Morgen. Heute sind wir in Basel angekommen. Also gestern sind wir bis in Enk gefahren auf dem Campingplatz. Ja, der Campingplatz war einfach, aber doch sehr freundliche Leute. Ja, für eine Nacht war super und sehr viele Radfahrer waren auch dort. Sauber war's. Und sauber war's, genau. Ja, und heute fahren wir jetzt Richtung Bodensee am Rhein entlang. Mal auf der Schweizer, mal auf der deutschen Seite. Und jetzt schauen wir einfach, wie weit wir heute kommen. Ja, das Wetter sieht schön aus, wird heiß heute wieder. Also warten wir ab. Okay, dann bis später. Bis später. So, jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Rheinfelden. Ja, heute ist wunderbares Wetter. Das Fahren macht hier Spaß heute Morgen. Das Wetter ist noch nicht so warm. Gut. Ja, wir haben gestern über 140 Kilometer gemacht und gedacht, naja, heute machen wir es ein bisschen gemütlicher, gucken, wie weit wir kommen und das Ganze soll ja Spaß machen. Okay, dann bis später. So, wir fahren jetzt auf Rheinfelden zu, oder nähern uns Rheinfelden. Da schauen wir, dass wir irgendwo mal einen Kaffee kriegen. Ja, hier haben wir nochmal den Schwarzwald, Südschwarzwald. Ja, und da ist die Schweiz. So, nach einem ausgiebigen Frühstück geht es jetzt weiter. So, also eigentlich haben wir heute jetzt eine Etappe wieder vorgehabt von, ich glaube, rund 120 Kilometern. Aber es ist dann wirklich ein Runterreisen von Kilometern. Jetzt haben wir uns entschlossen, ja, wirklich tatsächlich drauf loszufahren, ohne Zielsetzung, irgendwie die Richtung beizubehalten. Wir haben jetzt noch einen Tag, sprich morgen, und müssen dann auch schon wieder an den Rückweg denken, sodass wir jetzt hier Kilometer reisen müssten, und das machen wir jetzt nicht. Kurzum, wir fahren jetzt einfach nach Lust und Laune weiter und gucken, wie weit wir kommen, und drehen dann halt irgendwann wieder um. Thank you.
So, das war gerade Bad Tickingen, das wir jetzt auch wieder verlassen. Mit einer wirklich tollen Altstadt. Hier haben wir doch den einen oder anderen Anstieg und die eine oder andere Abfahrt. Ja, von daher ist es auch nicht so ganz eben wie der Rhein-Oder-Kanal hier. Wir fahren gerade Richtung Waldshut und haben hier eine wunderbare Aussicht. Wir kommen nach Hauenstein und da oben sehen wir die Burg Hauenstein. Das war ein ziemlich knackiger Anstieg. Ich weiß nicht, ob man sieht. Puh. Ja, jetzt hatten wir einige Umwege in Kauf nehmen müssen wegen Bauarbeiten und sind jetzt auf dem richtigen Weg wieder Richtung Waldshut. Ja, jetzt sind wir in Waldshut, suchen gerade irgendwie nach dem Campingplatz. Es ist sehr warm, es ist vor 34, 35 Grad, ging jetzt die ganze Zeit bergauf. Und im, ja, oder am Straßenverkehr, ja, war ein bisschen anstrengend. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir den Campingplatz finden. Guten Morgen. So, heute ist Tag 3 unserer Radtour. Vorgestern waren wir erstmal von Kehl bis Uning gefahren, ja, auf dem Rhein-Rhone-Kanal und dann weiter in Frankreich. Ja, gestern sind wir von Uning bis Waldshut gefahren. Ja, der Campingplatz hier in Waldshut war super, also sehr gute sanitäre Anlagen, der Preis war völlig in Ordnung. Man hat auch noch guten Platz bekommen, auch wenn viele Radler da waren. Ja, die Strecke, die war gut zu fahren. Also wir sind teilweise in der Schweiz gefahren, da ist der Eurovelo 6. Auf dem sind wir jetzt auch im Moment gerade. Und teilweise durch Deutschland. Es ist ein bisschen hügelig, also es gibt schon den einen oder anderen kräftigen Anstieg. Natürlich auch die entsprechende kräftige Abfahrten auch immer wieder. Ja, man sammelt so Höhenmeter auf der Strecke. Okay, das Wetter, ja. Wie immer, warm, schön. Heute soll es sich ändern. Heute ist Gewitter vorausgesagt. Okay. Ja, dann bis zur nächsten Ansage. Bis zum nächsten Mal.
Ja, wir haben einige heftige Anstiege hier auf der Schweizer Seite, aber prima ausgebaut und gut zu fahren. So, hier fahren wir durch Bad Zurzach. Ja, sieht ja ganz nett aus, die Straße hier, aber ordentlich mit Gefälle, die wir vorher hochgekommen sind. Wir sind jetzt wieder auf deutscher Seite, ein bisschen viel Straßenverkehr, sind das Stück jetzt nur auf der Straße gefahren. Ja, Susanne holt gerade Nachschub zum Essen und dann geht's weiter. So, wir sind jetzt etwa 5 Kilometer vor Schaffhausen, haben einige heftige Anstiege und Abstiege, sieht dann so aus, oder so. Ja, jetzt schauen wir, ob wir dort auf den Campingplatz gehen oder noch weiterfahren. Wetter fängt langsam an umzuschlagen, es kommt Wind auf, erste Quellbewölkung. Es ist extrem warm, etwa 34 Grad werden wir bestimmt haben. Ja. Geht's weiter. Ja, es war ein massiver Touristenauflauf gerade bei den Rheinfällen. Ja, wir eingeschlossen sind auch Touristen. Auf jeden Fall, ja, haben wir kurz geguckt und sind dann weiter. Wir haben jetzt hier einen etwas schottrigen, unbefestigten Weg. Das ist eine Umleitung, weil irgendein Radweg da unten gesperrt ist. Jetzt schauen wir mal, wie wir hier weiterkommen. Die Sonne brennt und wir haben hoffentlich unseren letzten Anstieg. Ganz schön warm. So, das war's. Jetzt sind wir oben. Jetzt geht's wohl nur noch runter. Ich weiß gar nicht, wo es ansteckt. Ja, wird bald kommen. So, jetzt sind wir wieder vollzählig. Geschafft!
So, nach einer anstrengenden Etappe mit ich weiß nicht wie vielen Höhenmetern sind wir nun in Schaffhausen angekommen, am toller Campingplatz, direkt am Rhein. Man kann auch im Rhein baden, wirklich schön. Wir haben jetzt gerade was einkaufen, werden was köcheln, wissen noch nicht, wie wir morgen weitermachen. Es war sehr anstrengend heute. Und ja, es ist sehr gewittrig, sehr schwül und zieht auch schon zu. Und jetzt köcheln wir erstmal was und morgen sehen wir weiter, wie, in welche Richtung wir weiterfahren. Dann noch nach Stein fahren oder vielleicht zurück mit einem größeren Bogen, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall, jetzt wollen wir erstmal was essen. Bis morgen. Also, Nudeln sind fertig. Da haben wir schöne Knoblauchsoße dazu. Die wir gerade im frischen Paprika im Koop geholt haben. Genau. Und es kommt noch unser Bergkäse noch rein. So sieht das aus. Jetzt kommt noch Käse dazu. Ach, und unsere Gewürze. Schöne Gewürzmischung von zu Hause. So. Thank you.